Dein Gehirn verändert sich jede Minute, jeden Tag. Tatsächlich finden diese Veränderungen gerade jetzt statt, ohne dein bewusstes Zutun. Aber was wäre, wenn du diesen Prozess für die nächsten 3 Tage selbst in die Hand nehmen könntest? Dies ist eine Gelegenheit, dein Leben so zu gestalten, wie du es dir wünschst. Willkommen zu deinem Erwachen. Hier erforschen wir das menschliche Potenzial und wie man es durch Wissenschaft, gestützte Spiritualität erreichen kann. In diesem Video erfährst du, wie du die nächsten 72 Stunden nutzen kannst, um deinen Geist zu fokussieren und deine Ziele zu verwirklichen. Dr. Joe Dispenza, ein internationaler Autor, Dozent und Forscher, hat mehrere wichtige Techniken im Zusammenhang mit Visualisierung und Manifestation vorgestellt, um dein Leben zu verändern. In seinen Studien kombiniert er Neurowissenschaften, Epigenetik und Quantenphysik, um Menschen zu lehren, wie sie sich selbst heilen und ihr volles Potenzial entfalten können. In diesem Video besprechen wir alles, was du für die nächsten 3 Tage deines Lebens wissen musst und wie du bewusst die Kontrolle darüber übernehmen kannst. Du brauchst keine Hilfsmittel, außer deiner Willenskraft. Wenn du dein Leben auf die nächste Stufe heben willst, solltest du dir dieses Video nicht entgehen lassen. Los geht's! Deine Gedanken kontrollieren dein Leben. Dein Leben kann sich jetzt verändern. Alles, was du tun musst, ist Glauben, Fühlen und Handeln. Die meisten Menschen wissen nicht, dass sie das tun. Sie denken ständig über ihre Ängste und Probleme nach und bekommen deshalb immer mehr davon. Nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken, was dir normalerweise durch den Kopf geht. Denkst du daran, dass du nicht genug hast oder dass die Dinge schwierig sind? Wenn ja, ist es kein Wunder, dass diese Dinge in deinem Leben immer wieder auftauchen. Aber du kannst wählen, woran du denkst. Und das bedeutet, dass du wählen kannst, was du in dein Leben bringst. Du kannst dich dafür entscheiden, an gute Dinge zu denken, wie Zansby viel Geld zu haben, gesund zu sein, Liebe zu finden und erfolgreich zu sein. Dein Gehirn beeinflusst alles, was du tust, wie du dich fühlst, denkst und bewegst, was du siehst und hörst. Buchstäblich alles entsteht in dieser 1,33 Kilo schweren Masse in deinem Kopf oder wird von ihr verarbeitet. Im Grunde genommen wird deine Realität von deinem Gehirn konstruiert. Die Welt und ihre Geschehnisse zu verstehen, ist nichts anderes als die Interpretation der Signale, die dein Gehirn empfängt, während du deinen Alltag verbringst und mit deiner Umwelt interagierst. Genauso wie dein Gehirn deine Interpretation der Welt beeinflusst, beeinflusst deine Welt physisch die Struktur deines Gehirns durch einen Prozess, der als erfahrungsabhängige Neuroplastizität bezeichnet wird. Die neurologische Erklärung dafür, wie dies geschieht, ist kompliziert, aber das Grundkonzept ist einfach. Du formst dein Gehirn jede Minute eines jeden Tages. Ein traditionelles Sprichwort besagt, dass der Geist die Form annimmt, auf der er ruht. Die moderne Version lautet, dass das Gehirn die Form annimmt, auf der der Geist ruht. Wenn du deinen Geist beispielsweise regelmäßig auf Sorgen, Selbstkritik und Wut ruhen lässt, dann wird dein Gehirn allmählich diese Form annehmen. Es werden neuronale Strukturen und Dynamiken der Angst, des geringen Selbstwertgefühls und der gereizten Reaktivität gegenüber anderen entstehen. Wenn du dich andererseits regelmäßig darauf besinnst, dass es dir gerade gut geht, das Gute in dir siehst und loslässt, dann wird dein Gehirn allmählich die Form von ruhiger Stärke, Selbstvertrauen und innerem Frieden annehmen. Hör auf, dein Unterbewusstsein gegen dich arbeiten zu lassen. Der Großteil deines mentalen Geplappers besteht aus Erinnerungen und Programmierungen aus deiner Kindheit, hauptsächlich aus deinen Wunden, Ängsten und Schmerzen, und basiert darauf. Wenn du erwachsen wirst, integrierst du dieses negative Material unbewusst in dein Glaubenssystem über die Welt, andere und dich selbst. Dieser unterbewusste Filter wird zur Linse, durch die du das Leben betrachtest und alles interpretierst, was um dich herum geschieht. Dein Gehirn erinnert sich, hält fest und lenkt deine Gedanken und Handlungen entsprechend dieser negativen unterbewussten Erzählung, um dich vor ähnlichen Erfahrungen in der Zukunft zu schützen. Es macht eigentlich nur seine Arbeit und versucht, dich zu schützen, so wie unsere Vorfahren, die sich an das Revier eines tödlichen Raubtiers erinnerten und es mieden. Leider bedeutet dies aber auch, dass du dein Leben lebst und Entscheidungen triffst, die von deinen Ängsten und Schmerzen geleitet werden, anstatt von deinen Wünschen und Zielen. Das heißt, bis du die Kontrolle über deinen Geist übernimmst und deine Denkweise bewusst änderst.
Wie kannst du der ständigen negativen inneren Stimme Einhalt gebieten und Frieden und Glück finden, wenn selbst dein Gehirn gegen dich arbeitet? Du musst dir deiner Gedanken bewusst werden und mit ihnen arbeiten. Metakognition und Achtsamkeit. Der erste Schritt, um deinen Geist zu deinem Verbündeten zu machen, besteht darin, etwas Zeit damit zu verbringen, über das Denken nachzudenken. Es gibt sogar ein schickes Wort dafür: Metakognition. Und sie ist ein wesentlicher Bestandteil der Grundlage für ein glückliches Leben. Kehre deine Gedanken und Überzeugungen um und betrachte sie objektiv aus allen Blickwinkeln. Ist das wirklich das, was du denkst, oder ist es nur ein vererbter Glaube aus deiner Vergangenheit? Nimm dir vor, deinen Geist kennenzulernen, um dein Denken zu verbessern und ihm eine Richtung zu geben, anstatt ihn einfach gewähren zu lassen. Metakognition ermöglicht es dir, die Kontrolle über deinen Geist zu übernehmen, anstatt dass er dich kontrolliert. Und wie wir bereits wissen, steuern deine Gedanken deine Realität. Achtsamkeit ist eng mit Metakognition verbunden. Während Metakognition bedeutet, über das eigene Denken nachzudenken, bedeutet Achtsamkeit, den Geist im gegenwärtigen Moment auf die anstehende Aufgabe zu fokussieren. Bei Achtsamkeit geht es darum, sich dessen bewusst zu sein, was gerade geschieht und wie man darauf reagiert. Achtsam zu sein bedeutet nicht nur, sich seiner selbst bewusst zu sein, sondern sich auch seines Bewusstseins bewusst zu sein. Im weitesten Sinne geht es bei Achtsamkeit darum, aus einem Leben im Automatikmodus aufzuwachen und für Neues in unseren Alltagserfahrungen empfänglich zu sein. Mit achtsamer Aufmerksamkeit gelangt der Energie- und Informationsfluss, der unser Geist ist, in unsere bewusste Wahrnehmung, und wir können sowohl seinen Inhalt würdigen als auch seinen Fluss auf neue Weise regulieren. Wie wir sehen werden, beinhaltet Achtsamkeit mehr als nur einfach bewusst zu sein. Sie beinhaltet, sich der Aspekte des Geistes selbst bewusst zu sein. Anstatt automatisch und gedankenlos zu sein, hilft uns Achtsamkeit, aufzuwachen. Und indem wir über den Geist nachdenken, können wir Entscheidungen treffen und so Veränderungen ermöglichen. Die Kraft der Visualisierung. Visualisierung ist eine Möglichkeit, deine Vorstellungskraft zu nutzen, um dir vorzustellen, was du willst, als ob es bereits real wäre. Sie kann für alles Mögliche eingesetzt werden und ist eine anerkannte Geist-Körper-Therapie, die bei allen gesundheitlichen Problemen, insbesondere bei stressbedingten, wirksam ist. Es hat sich gezeigt, dass Visualisierung äußerst wirksam ist, um die Leistung zu verbessern, das Verhalten zu ändern oder ein Ergebnis zu beeinflussen. Es ist ein mächtiges Werkzeug, das, wenn es richtig eingesetzt wird, dein Leben wirklich verändern kann. Stelle dir vor, was du willst, als Bild in deinem Kopf vor. Aber es darf nicht verschwommen oder unklar sein. Du musst jedes kleine Detail sehen können. Nehmen wir an, du möchtest ein neues Auto. Es reicht nicht aus, sich nur vorzustellen, wie es von außen aussieht. Du musst dir vorstellen, wie du das Lenkrad unter deinen Fingern spürst, den Klang des Motors hören, den Geruch eines neuen Autos wahrnehmen, dir vorstellen, wie das Licht auf den Lack scheint. Je mehr Details du dir vorstellen kannst, desto stärker ist die Botschaft, die du an das Universum sendest, was du willst. Wenn du dir etwas vorstellst, das du wirklich willst, reagiert dein Körper so, als würde es tatsächlich passieren. Dein Herz schlägt vielleicht schneller. Du spürst vielleicht ein Kribbeln im Bauch und du könntest anfangen zu lächeln. Diese Gefühle sind wichtig, damit die Visualisierung gut funktioniert. Die Gedanken, Worte und Bilder, die dir durch den Kopf gehen, haben sehr reale physiologische Auswirkungen auf deinen Körper. Dein Gehirn sendet dieselben Botschaften an das zentrale Nervensystem, unabhängig davon, ob du dir etwas vorstellst oder tatsächlich erlebst. Achte also darauf, was du denkst. Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um dir vorzustellen, was du willst, als ob es bereits Realität wäre. Je öfter du das machst, desto stärker wird deine Botschaft an das Universum. Wenn du dir deine Ziele regelmäßig vorstellst, beginnt dein Verstand zu glauben, dass das, was er sieht, real ist. So kannst du dir deine Ziele vorstellen. Entscheide dich zunächst für etwas Bestimmtes, das du haben, auf das du hinarbeiten, das du verwirklichen oder erschaffen möchtest. Erstelle nun eine klare Vorstellung, ein mentales Bild oder ein Gefühl. Dies sollte in der Gegenwartsform geschehen. Stell dir die Situation vor, als ob sie bereits existieren würde, und tauche in das Gefühl ein, das sie in dir auslöst. Rufe dir die Idee oft in stiller Meditation
oder beiläufig im Laufe des Tages ins Gedächtnis. Mache sie auf leichte, entspannte Weise zu einem Teil deiner Realität. Während du visualisierst, denke positiv und ermutigend über dein Ziel nach. Stelle dir vor, wie du es erhältst oder erreichst. Fühle das Gefühl, das du dabei hast. Wenn du dir in den Finger schneidest, musst du deinem Körper nicht Schritt für Schritt genau erklären, wie er die Wunde heilen soll. Dein wunderbarer Körper macht das einfach, indem er die natürliche Weisheit und Kraft nutzt, die er bereits besitzt. Kreative Visualisierung bedeutet einfach, diese angeborenen Kräfte bewusst zu lenken, die Kraft des So-Tun als ob. Du hast gelernt, dir vorzustellen, was du willst und die damit verbundenen Emotionen zu spüren. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Schritt. Du musst anfangen, so zu leben, als hättest du bereits, was du willst. Verhalte dich so, als hättest du keine Angst, und du wirst mutig werden. Verhalte dich so, als könntest du es, und du wirst feststellen, dass du es kannst. Der Soziologe Robert K. Merton prägte 1948 den Begriff der selbsterfüllenden Prophezeiung. Es trifft auf alles zu, von unserem Selbstvertrauen im Beruf bis hin zur Qualität unserer Beziehungen. Die Sozialpsychologie und Persönlichkeitsforschung hat herausgefunden, dass sogar das alte Sprichwort »Kleider machen Leute« wahr ist und zu mehr Selbstvertrauen und Kreativität im Beruf führen kann, während eine Studie der Columbia University ergab, dass Erwartungen von Zurückweisung dazu führen können, dass sich Paare auf eine Weise verhalten, die unweigerlich zur Trennung führt. Du musst so handeln, denken und fühlen, als wären deine Träume bereits wahr geworden. Es gibt sogar eine Technik namens Adlerianische Therapie, die Menschen dabei helfen soll, ihre selbstzerstörerischen Ansichten zu überwinden. Die Idee dahinter ist, dass Erwachsene sich daran erinnern, wie es war, als sie als Kinder Fantasiewelten erschufen. Warum? Weil es nicht nur ein Märchen ist, so zu tun, als wäre man bereits die Person, die man werden möchte. Dr. Adler argumentierte, wenn Menschen anfangen, sich anders zu verhalten und anders zu fühlen, werden sie anders. Einen Traum zu haben und an sich selbst zu glauben, ist ein guter erster Schritt. Denke jedoch daran, dass die Magie entsteht, wenn du Handlungen, die auf die Erreichung deines Ziels ausgerichtet sind, mit dem Gefühl der Zielerreichung verbindest. Ja, wenn du so handelst, als ob der Traum bereits Teil deines Lebens wäre und wirklich das Gefühl hast, dass er es ist, erhöhst du tatsächlich deine Chancen, dass er wahr wird. Wie Nelson Mandela sagte, eine Vision ohne Handeln ist nur ein Traum. Die Vision ist notwendig, um etwas zu haben, das man gestalten kann. Was ist deine Vision? Einfach ausgedrückt, wenn du beschließt, so zu tun, als ob, musst du dich fragen, als ob was? Denke über deine Ziele und Träume nach und überlege dann, welche Art von Person sie bereits erreicht hätte und fange einfach an, so zu handeln, als wärst du bereits diese Person. Das ist es, was wir mit so tun, als ob meinen. Anstatt darauf zu warten, dass deine Träume wahr werden, fange an, so zu leben, als wären sie bereits wahr geworden. Nehmen wir an, du stellst dir vor, wie du viel Geld hast. Fange an, dich so zu verhalten, als hättest du diesen Überfluss bereits. Das könnte bedeuten, dass du das, was du bereits hast, mehr zu schätzen weißt. Es könnte bedeuten, großzügiger zu sein. Es könnte bedeuten, finanzielle Entscheidungen aus einer Position des Genughabens zu treffen, nicht aus einer Position des Nicht-Genughabens. Wenn du gesünder leben möchtest, behandle deinen Körper so, als wäre er bereits in Topform. Ernähre dich gesund, treibe Sport, ruhe dich ausreichend aus. Tu all das, was du tun würdest, wenn du bereits so gesund wärst, wie du es dir wünschst. Fang mit kleinen Schritten an. Zeig deinem Verstand, dass du bereit bist für das, was du willst. Wenn du nach Liebe suchst, beginne, aus einer Position der Liebe heraus zu handeln. Sei anderen gegenüber liebevoll. Kümmere dich um deine Beziehungen. Zeige Dankbarkeit für die Zeit, die du mit Menschen verbringst, die dir wichtig sind. Lebe so, als ob du bereits in der perfekten Beziehung wärst, von der du träumst. Wenn du anfängst, dich so zu verhalten, werden dein Geist und dein Körper anfangen zu glauben, dass das, was du willst, bereits dein ist. Und wenn deine Gedanken, Gefühle und Handlungen übereinstimmen, reagiert das Universum, indem es dir genau das gibt, was du willst. So zu tun, als ob, ist nicht so effektiv, wenn du nicht an dich selbst glaubst und nicht denkst, dass du das, was nötig ist, auch tun kannst. Wissenschaftler wissen, dass eine starke Selbstwirksamkeit, Selbstvertrauen, mit einer höheren Resilienz einhergeht. Das bedeutet, dass du, wenn du an deinen Erfolg glaubst,
wahrscheinlich auch ein hohes Maß an Kontrolle über deine Gedanken, Gefühle und Handlungen hast. Das Ergebnis? Du bist fleißiger und ausdauernder. Du zeigst mehr Durchhaltevermögen, um dich durchzusetzen. Und du erreichst, was du dir vorgenommen hast. Als ob zu leben ist der Schlüssel, um deine Träume wahr werden zu lassen. Fange an, so zu handeln, als wären deine Wünsche bereits wahr. Und du wirst sehen, wie das Universum auf deine neue Art zu sein reagiert. Kontrolliere deine negativen Gedanken. Die Realität ist, dass wir nicht immer die Kontrolle über unsere Gedanken haben. Zufällige Gedanken tauchen ständig in unserem Bewusstsein auf. Meistens verwerfen wir diese Gedanken, ohne ihnen viel Aufmerksamkeit zu schenken, und vergessen sie schnell wieder. Manchmal sind diese Gedanken unangenehm, sie machen uns traurig oder ängstlich. Unser Gehirn versucht auf diese Weise, uns auf mögliche Gefahren vorzubereiten, wie ein übermäßig hilfsbereiter Freund, der immer auf die Dinge hinweist, die schiefgehen könnten. Je mehr du versuchst, unangenehme Gedanken loszuwerden, desto mehr bringt dein Gehirn sie wieder in dein Bewusstsein. Deine Gedanken müssen nicht wahr sein, um dich zu verletzen. Du musst sie nur glauben. Wenn du dir selbst sagst, dass deine Ehe nicht halten wird, dann wird sie das auch nicht. Wenn du Angst hast, etwas nicht zu können, dann wirst du es nicht tun. Deine Gedanken formen, wer du bist, aber du kannst deine Denkweise ändern. Anstatt deinen Gedanken freien Lauf zu lassen, kannst du bewusst die Kontrolle übernehmen und deinen Geist in eine andere Richtung lenken, die dich unterstützt, ermutigt und beruhigt, indem du mit deinen Gedanken arbeitest. Wenn du deine Denkmuster im Laufe der Zeit konsequent und bewusst änderst, kannst du die Standardwege ändern und dein Gehirn durch den Prozess der Neuroplastizität beruhigen. Die Entwicklung eines Bewusstseins für deinen Geist ist das Herzstück der Achtsamkeit, und Neuroplastizität ist der grundlegende Prozess, durch den Achtsamkeit dein Gehirn verändert. Aber wenn dir die Idee, Achtsamkeit zu praktizieren, nicht gefällt, kannst du es einfach als eine Übung für die psychische Gesundheit betrachten. Der Zweck von Meditation und Achtsamkeit besteht darin, eine passive, objektive Wahrnehmung deines Geistes zu üben, sich von deinen Gedanken und Gefühlen zu lösen und sie zu beobachten, anstatt sich mit ihnen zu identifizieren. Beim Meditieren lässt man einfach alle Gedanken und Gefühle hochkommen, die guten, die schlechten und die hässlichen, ohne sie zu bewerten oder zu beurteilen. Man nimmt sie einfach wahr und lässt sie vorbeiziehen. Du trainierst deinen Geist, nicht zu reagieren. Wenn du mit dem Meditieren beginnst, werden all deine alten Wunden, Verletzungen, Groll und Ressentiments an die Oberfläche kommen. Meditation kann unangenehm, beunruhigend, beängstigend, schmerzhaft und absolut nicht angenehm sein, aber sie ist eine gute Arbeit, die für die Heilung emotionaler Wunden und die Entwicklung zu einer ganzen, gesunden und glücklichen Person unerlässlich ist und um sich mit deinem Geist anzufreunden. Wenn emotionale Schichten abgetragen werden, kannst du beginnen, die Glückseligkeit zu erreichen, von der du gehört hast. Es kann Jahre dauern, bis man sie erreicht, und sie ist kein Dauerzustand. Wenn man sich mit schwierigen Themen auseinandersetzt, taucht man wieder in den Arbeitsmodus der Meditation ein. Das ist der Sinn einer täglichen Praxis, wenn du mich fragst. Studien zeigen, dass Meditation altersbedingtem Gehirnschwund vorbeugt, Teile des Gehirns wachsen lässt, Depressionen und Angstzustände reduziert und weitere positive Auswirkungen auf das Gehirn hat. Mit der Zeit und durch regelmäßiges Üben kann es helfen, sich seiner Gedanken und seiner inneren Stimme bewusst zu werden, seine Emotionen zu benennen, seine Gedanken zu hinterfragen und sich bewusst für eine ermutigendere, unterstützende Selbstansprache zu entscheiden, um ein positiveres Gehirn aufzubauen und die Stressreaktion zu verringern, was wiederum zu einem ruhigeren Leben führt. Nimm an der 3-Tage-Challenge teil. Jetzt, da du verstehst, wie wichtig deine Gedanken, Gefühle und Handlungen sind, ist es Zeit für eine 3-tägige Herausforderung. Warum 3 Tage? Weil das genug Zeit ist, damit deine Gedanken, Gefühle und Handlungen beginnen, zusammenzuwirken, um eine neue Realität für dich zu schaffen. Wie Neville Goddard bereits 1948 sagte, in der Bibel steht, dass es 3 Tage dauert. Die Dauer für eine Reaktion in dieser Welt beträgt 3 Tage. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich das bin, was ich sein möchte, und wenn ich dem treu bin und so lebe, als wäre ich es, dann ist die längste Zeitspanne, die für die Verwirklichung vorgesehen ist, 3 Tage. Er sagte nicht genau, auf welchen Bibelvers er sich bezog, aber es könnte dieser aus Johannes 2, Vers 19 gewesen sein.
Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Also lasst uns das mal genauer betrachten. Während dieser 3 Tage musst du dich voll und ganz einbringen. Es wird eine intensive Zeit, in der du dich voll und ganz auf dein Ziel konzentrierst. Du musst alles beiseite schieben, was deine neue Vision nicht unterstützt. Beginne jeden Tag mit Visualisierung. Stelle dir vor deinem geistigen Auge so klar wie möglich vor, was du willst. Fühle die Emotionen, die du hättest, wenn du dein Ziel bereits erreicht hättest. Verhalte dich so, als hättest du bereits, was du willst. In diesen 3 Tagen sollte jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Handlung auf dein Ziel ausgerichtet sein. Lass keine Zweifel, Ängste oder negative Gedanken zu. Wenn du anfängst, an dir zu zweifeln, und das wirst du wahrscheinlich, erinnere dich daran, warum du das tust. Lenke deine Aufmerksamkeit wieder auf deine Vision und die Gefühle, die du in dein Leben bringen möchtest. Wenn du jeden Morgen aufwachst, nimm dir ein paar Minuten Zeit, um dir dein Ziel vorzustellen. Fühle, wie es ist, wenn du bereits hast, was du willst. Wenn du tagsüber einen Moment Zeit hast, vielleicht während du in einer Schlange stehst oder auf etwas wartest, kehre zu dieser Vision zurück. Anstatt darüber nachzudenken, was schiefgehen könnte, konzentriere dich auf das, was bereits gut läuft. Am Abend, kurz bevor du schlafen gehst, stelle dir dein Ziel noch einmal vor, als ob es bereits erreicht wäre. Spüre diese Emotionen und lass sie deinen Körper erfüllen. Während dieser 3 Tage musst du auch alles loswerden, was negative Energie in dein Leben bringt. Beschwere dich nicht und kritisiere weder dich noch andere. Achte nicht mehr auf negative Botschaften und alles, was deinen Glauben an dich selbst schwächen könnte. Halte dich von allem fern, was deine neuen Überzeugungen erschüttern könnte. Konzentriere dich jetzt nur auf die positiven Aspekte deines Lebens und darauf, was du in dein Leben bringen möchtest. Du denkst vielleicht, dass das schwierig klingt, und du hast recht, es kann eine Herausforderung sein. Aber denk daran, dass diese 3 Tage der Beginn von etwas Großartigem sein könnten. Jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Handlung, die du während dieser 3 Tage ausübst, wird die Grundlage für eine neue Realität schaffen. Wenn du nach 3 Tagen das Gefühl hast, dass du mehr Zeit brauchst, mach weiter. Mach es zu einer neuen Gewohnheit, zu einer neuen Lebensweise. Aber diese ersten 3 Tage sind der Schlüssel, um Veränderungen zu bewirken und dem Universum ein starkes Signal zu senden, dass du bereit bist für das, was du willst. Bleibe konzentriert, glaube an deine Kraft und beobachte, wie schnell das Universum auf deine neue Energie reagiert. Wenn du diese 3-tägige Herausforderung beginnst, wirst du auf Zweifel und Hindernisse stoßen. Das ist normal. Deine alten Überzeugungen und Denkmuster werden versuchen, dich aufzuhalten, weil sie tief in deinem Geist verwurzelt sind und dich in deiner Komfortzone halten wollen. Aber denk daran, dass diese Hindernisse nicht bedeuten, dass du versagst. Sie sind Teil des Prozesses. Anstatt Hindernisse als etwas Schlechtes zu betrachten, solltest du sie als Chance zum Wachsen sehen. Wenn du mit Schwierigkeiten konfrontiert wirst, frage dich: Was kann ich daraus lernen? Wie kann ich dies nutzen, um stärker zu werden? Es kann auch sein, dass du mit Hindernissen von außen konfrontiert wirst. Menschen, die nicht verstehen, was du tust, könnten versuchen, dich zu entmutigen, indem sie sagen, dass es keinen Sinn ergibt oder dass du keinen Erfolg haben wirst. Anstatt dich entmutigen zu lassen, solltest du diese Meinungen als Test für deine Entschlossenheit betrachten. Denk daran, es ist dein Leben und du entscheidest, was für dich möglich ist. Wie man das Unterbewusstsein in 3 Tagen beeindruckt. Das Unterbewusstsein kann durch die Schaffung einer umgekehrten Erinnerung beeindruckt werden. Dabei handelt es sich um eine Erinnerung, die du in deiner Vorstellung erschaffst, bevor das Ereignis in deiner physischen Realität stattgefunden hat. Es ist der als Ob-Technik sehr ähnlich, aber es gibt einen Unterschied. Du stellst dir vor, dass etwas passiert ist, das zeigt, dass du jetzt das hast, was du wolltest. Du führst dich also in deiner Vorstellung durch eine imaginäre Szene, in der du jetzt das hast, was du wolltest. Das kann etwas sein, das du siehst oder etwas, das du hörst. Hörbilder sind hier großartig, weil du dadurch klarer erkennen kannst, was du genau willst. Du kannst die Worte hören, die dir sagen, dass du genau das hast, was du willst. Stell dir vor, ein Freund sagt zu dir: Wow, es ist toll, dass du jetzt das hast, was du dir gewünscht hast. Und du sagst: Ja, ich weiß, es ist so wunderbar, nicht wahr? Das ist die Szene, die umgekehrte Erinnerung, die du in deinem Kopf erschaffen musst. Und in den nächsten 3 Tagen musst du das immer wieder üben.
Du kannst jeden Tag 5 bis 10 Minuten damit verbringen, diese umgekehrte Erinnerung in deiner Vorstellung immer wieder in einer Schleife abzuspielen. Am besten 2-mal täglich, 1-mal morgens nach dem Aufwachen und 1-mal abends vor dem Einschlafen. Das ist der beste Zeitpunkt, um etwas zu manifestieren. Wenn du das nicht schaffst, heißt das aber nicht, dass du nichts manifestieren kannst. Menschen haben schon viele Dinge mit offenen Augen in Sekundenbruchteilen manifestiert, indem sie einfach eine sehr, sehr schnelle Rückwärtserinnerung erzeugt haben, die etwa so aussah: Wow, ich habe bekommen, was ich wollte, es ist unglaublich. Und die Sache hat sich sofort materialisiert. Normalerweise versuchen wir jedoch, etwas zu manifestieren, bei dem wir das Gefühl haben, dass es Widerstand gibt, dass es schwierig ist. Und deshalb müssen wir unsere imaginäre Szene etwas länger immer wieder durchlaufen lassen, um das Unterbewusstsein effektiver neu zu programmieren. Im Laufe des Tages kannst du auch auf Haftnotizen aufschreiben, was du dir wünschst, als hättest du es bereits. Sende dir Benachrichtigungen auf dein Handy und klebe überall in deinem Haus Haftnotizen auf, die dich daran erinnern, dass du jetzt das hast, was du willst, weil du das hast, was du willst. Es wird in dieser 4D-Realität erschaffen. Auch wenn du es noch nicht sehen kannst, heißt das nicht, dass es nicht da ist. Fühle dich nicht unter Druck gesetzt, dass du etwas innerhalb einer bestimmten Frist manifestieren musst. Ja, du kannst viele Dinge, die du dir wünschst, innerhalb von 3 Tagen haben, aber wenn du am Ende der 3 Tage immer noch nicht physisch manifestiert hast, was du willst, dann fühle dich deswegen nicht schlecht und fühle dich nicht wie ein Versager. Fühle dich nicht, als wäre deine Manifestation gescheitert, denn das ist sie nicht. Sie ist immer noch auf dem Weg zu dir. Die Wahrheit ist, dass es bei der 3-Tage-Challenge nicht darum geht, in 3 Tagen garantierte Ergebnisse zu erzielen. Der eigentliche Haken ist, dass sie als Katalysator dient, um deine Manifestationsreise in Gang zu bringen. Betrachte sie als eine Art Inspirationsschub, der dich zum Handeln antreibt und deine Verbindung zu deinen Wünschen stärkt. Die Kraft liegt in der Vorbereitung, der Veränderung der Denkweise und dem abgestimmten Handeln, zu dem die Challenge anregt. Es ist eine Chance, sich darüber klar zu werden, was man will, den Glauben an die Erreichbarkeit zu kultivieren und konkrete Schritte zu unternehmen, um es zu verwirklichen. Je größer die Manifestation, desto länger dauert es in der Regel. Die Magie liegt nicht im Zeitrahmen, sondern in dem starken Fundament, das du in diesen 72 Stunden aufbaust. Effektive Techniken zur Verwirklichung deiner Träume. Es gibt 2 wirkungsvolle Techniken, die deinen Fortschritt beschleunigen können: mentales Durchspielen und Dankbarkeit. Bei der mentalen Wiederholung stellst du dir vor, wie du deine neue Realität jeden Tag lebst, als wäre es bereits dein normales Leben. Diese Technik wird auch im Sport angewandt, wo sich der Sportler vorstellt, wie er eine Fertigkeit ausführt und diese Fertigkeit im Geiste übt, wobei er sich auf die einzelnen Phasen und die korrekte Technik konzentriert. Ein Trampolinspringer kann beispielsweise einen Rückwärtssalto mental üben, bevor er die Bewegung ausführt. Dieser Prozess beansprucht dieselben Nervenbahnen, die auch bei der tatsächlichen Ausführung der Aufgabe genutzt werden, und täuscht dem Gehirn effektiv vor, dass man echte Erfahrungen sammelt. Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass das Gehirn nicht zwischen lebhaften mentalen Bildern und tatsächlichen körperlichen Erfahrungen unterscheidet, was mentales Training zu einem so wirkungsvollen Instrument für die persönliche Entwicklung macht. Der Profigolfer Jack Nicklaus sagte einmal: Ich schlage nie einen Ball, nicht einmal im Training, ohne ein sehr scharfes, fokussiertes Bild davon in meinem Kopf zu haben. Indem er jeden Schlag im Geiste durchspielte, bevor er ihn ausführte, konnte Nicklaus seine Technik verfeinern und ein außergewöhnliches Maß an Geschicklichkeit entwickeln. So geht's. Schließe deine Augen und stelle dir vor, wie du genauso lebst, wie du es dir wünschst. Vielleicht in einem neuen Job, einem neuen Zuhause, mit besserer Gesundheit oder in einer großartigen Beziehung. Sieh dir jedes Detail so klar wie möglich an. Aber schau nicht nur zu, sei ein Teil davon. Fühle dich in dieser neuen Realität. Gestalte die mentale Vorstellung so lebendig und detailliert wie möglich und beziehe dabei alle deine Sinne mit ein. Achte darauf, wie dein Körper reagiert. Spüre, wie dein Herz vor Freude schlägt. Stell dir das Lächeln auf deinem Gesicht vor. Es ist eine bewusste, wiederholte Handlung, die beginnt, dein Unterbewusstsein zu verändern. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden, was wirklich passiert und was du dir lebhaft vorstellst.
Wenn du dir jeden Tag dein neues Leben vorstellst, beginnt dein Gehirn, diese Bilder als real zu betrachten. Es baut neue Pfade in deinem Geist auf, die das unterstützen, was du willst. Die beste Zeit für diese mentale Übung ist kurz vor dem Einschlafen und direkt nach dem Aufwachen. Zu diesen Zeiten ist dein Geist am offensten für neue Ideen. Nutze diese Momente, um in deine Vision einzutauchen. Stelle dir dein Leben so vor, wie du es dir wünschst. Fühle die Emotionen und erlebe es wirklich. Wenn du diese mentale Übung regelmäßig durchführst, wird deine neue Realität in deinem Alltag sichtbar. Es ist wie beim Training: je mehr du übst, desto bessere Ergebnisse erzielst du. Jeden Tag, wenn du dir dein neues Leben vorstellst, stärkst du deinen Glauben und bereitest deinen Geist darauf vor, das zu akzeptieren, was du willst. Diese Technik funktioniert auf zwei Arten. Erstens programmiert sie dein Unterbewusstsein darauf, nach Wegen zu suchen, um deine Ziele zu erreichen. Zweitens stärkt sie dein Selbstvertrauen, wodurch du mutiger und entschlossener handeln kannst. Dankbarkeit ist eines der mächtigsten Werkzeuge, die du einsetzen kannst, um deine Träume wahr werden zu lassen. Dankbarkeit mag simpel erscheinen, aber in dieser Einfachheit liegt ihre Kraft. Dankbarkeit kann deine Stimmung sofort heben und dafür sorgen, dass du noch mehr Dinge in deinem Leben findest, für die du dankbar sein kannst. Wenn du jeden Tag Dankbarkeit übst, beginnst du, die Fülle um dich herum wahrzunehmen. Anstatt sich auf das zu konzentrieren, was man nicht hat, beginnt man, das zu bemerken und zu schätzen, was man hat. Diese Veränderung in der Art und Weise, wie du die Dinge siehst, öffnet dich für noch mehr Fülle und hilft dir, deine Wünsche auf natürlichere und schnellere Weise zu erfüllen. Dankbarkeit bedeutet nicht nur, sich für das zu bedanken, was man bereits hat. Es bedeutet auch, dankbar für das zu sein, was noch kommen wird, als hättest du es bereits. Stell dir vor, deine Wünsche wären bereits erfüllt. Wie würdest du dich dann fühlen? Fühle Dankbarkeit für diese Dinge, als wären sie bereits Teil deines Lebens. Dies sendet ein starkes Signal an das Universum, dass du bereit bist, das zu empfangen, was du willst. Dankbarkeit wirkt auf vielen Ebenen. Wenn du Dankbarkeit für Dinge ausdrückst, die du bereits hast, stärkst du deinen Glauben an den Überfluss. Wenn du Dankbarkeit für Dinge ausdrückst, die noch kommen werden, stärkst du deinen Glauben daran, dass sie bereits auf dem Weg zu dir sind. In beiden Fällen hebt sich deine Stimmung und du findest noch mehr Gründe, dankbar zu sein. Nimm dir jeden Tag einen Moment Zeit, um innezuhalten und dankbar zu sein. Das kann direkt nach dem Aufwachen sein, wenn du über all die Dinge nachdenkst, für die du dankbar bist. Oder am Abend, wenn du auf deinen Tag zurückblickst und für alles, was geschehen ist, dankbar bist. Du kannst auch Dankbarkeit ausdrücken, wenn du Freude, Glück oder Frieden empfindest. Dankbarkeit muss keine große, auffällige Handlung sein. Es kann ein stiller innerer Moment sein, in dem du einfach innehältst, durchatmest und spürst, wie dankbar du für das bist, was du hast und was noch kommen wird. Fang jetzt damit an, denke an drei Dinge, für die du gerade jetzt dankbar bist. Spüre diese Dankbarkeit in deinem Herzen. Denke nun an drei Dinge, die du in dein Leben ziehen möchtest, und sei dankbar für sie, als ob sie bereits dein wären. Diese Übung wird dir helfen, deine Stimmung zu heben und noch mehr wunderbare Dinge in dein Leben zu ziehen. Dankbarkeit ist nicht nur ein Werkzeug, um das anzuziehen, was du willst. Sie ist auch eine Lebenseinstellung, die jeden Tag erfüllter, befriedigender und freudiger macht. Wenn du Dankbarkeit übst, öffnest du die Tür zu der unendlichen Fülle, die auf dich wartet. Eure neue Realität beginnt jetzt. Dein Leben verändert sich, wenn du beginnst, es bewusst zu gestalten. Menschen, Situationen, Gelegenheiten, alles beginnt sich nach deinen Wünschen auszurichten. Denke daran, dass Veränderung in dir selbst beginnt. Wer du während dieses Prozesses wirst, ist am wichtigsten. Du wirst dir deiner selbst bewusster, stärker und stimmst mehr mit dem überein, was du wirklich bist. Deine neue Realität beginnt jetzt. Jeder Gedanke, jedes Gefühl und jede Handlung, die du ab diesem Moment wählst, prägt deine Zukunft. Wähle also weise, wähle bewusst und wähle vor allem Liebe, Freude und Dankbarkeit. Ihr habt die Macht, das Leben zu erschaffen, von dem ihr träumt. Alles, was du brauchst, trägst du bereits in dir. Glaubt einfach daran, fühlt und handelt. Die Zukunft gehört euch. Beginnt jetzt, sie zu erschaffen. Für weitere Informationen zu diesem Thema klicke auf den Link in der Beschreibung oder den angehefteten Kommentar und erfahre mehr über die effizienten, uralten Methoden, mit denen du das erreichen kannst, was du willst. Wenn dir dieses Video gefallen hat,
Abonniere unbedingt unseren Kanal, um weitere Inhalte dieser Art zu erhalten. Bis zum nächsten Mal.